Wir heißen Sie herzlich willkommen. Von uns kriegen Sie alle nötigen Informationen. Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofon. Wenn wir das mal analysieren bei diesen beiden Mannschaften. Die eine ist der ganz klare Favorit. Und genau das könnte das Problem werden. Wenn die Kleinen sich mal festbeißen, kann das wehtun. Toll, wie er das macht. Und der Ball ist im Aus. Eckball. Abgeblockt. Ach, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Ja, damit kann er den Torwart nicht in Verlegenheit bringen. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Den hat er nicht voll getroffen. Und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Mal geklärt. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Und der muss jetzt rein! Das gibt Freistoß, natürlich. Da werden Sie sich ärgern. Das war ein vielversprechender Angriff. Jetzt kämpfen Sie um den Ball. Das hat er stark gemacht. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Ganz, ganz weit, ganz sicher vom Keeper. So kann es weitergehen. Achtung! Unglaubliches Tor! Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Wo war er mit den Gedanken? Schon in der dritten Halbzeit? Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Forsell. Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren.
Der Schiri. Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Keine Karte, aber Gesprächsbedarf des Schiedsrichters. Ja, und das macht er gut, der Referee. Also sagt ganz deutlich, beim nächsten Mal bist du reif und da sollte er sich dran halten. Und jetzt der schnelle Angriff, das wär's doch. Das ist es! Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Ja, er versucht's wenigstens mal. Der geht daneben. Gibt Einwurf. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Ein paar mehr Tore, das wäre es gewesen. Aber wir setzen ganz auf Halbzeit 2, Buschi. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Manni. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Der Unterhaltungswert ist bisher überschaubar. Geht er rein? Und der ist drin! Sie kennen das mit den Pferden und mit der Apotheke. Aber dieser Vorsprung, der ist ja kaum zu verspielen. Ja, wenn man dann noch mal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Und weiter heißt es aufgepasst. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Da gehört schon eine Menge Mut dazu. Und jetzt haben sie es, das Tor. Die 3 Punkte sind im Sack und bei den anderen, da geht es so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau noch mal hin, Manni, da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Forcell. Der könnte passen. Was für ein Torwart haben wir heute. Unbezwingbar, der Mann. Ich würde jetzt fast Wetten annehmen, dass der heute keinen kassiert. Jetzt schießt er und der Verteidiger blockiert den Ball. Herrliche Flanke. Er kann eigentlich besser flanken. Die Situation wurde geklärt. Oh ja, ein harter Zweikampf. Damit hat er kein Problem. Konzentriert sich auf diesen Eckball. It's time for a change. Wechselzeit. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Das könnte eine Torchance geben. Eine gewagte... Und Tor! Und Tor! Und Tor! Der trifft doch sonst nicht mal das Garagentor. Aber jetzt hat er zugeschlagen, Buschi. Ja, sieht man bei ihm äußerst selten, denn normalerweise liegen seine Qualitäten eindeutig hinten. Also das ist definitiv ein Tor des Monats, was er da macht. Ein unfassbarer Distanzschuss. Oh, das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Da wird der Trainer zufrieden sein. Kein Problem für den Keeper.
Damit hast du selten Erfolg. Jetzt muss der Trainer sie daran erinnern, dass sie nicht nachlassen dürfen. Was für ein furchtbarer Schuss. Forsell. Schöne Attacke in der Nähe der Seitenlinie. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Wirklich einseitig die Angelegenheit heute, das muss man sagen. Und jetzt warten im Prinzip beide eigentlich nur noch auf den Schlusspfiff. Peter attackiert. Und er holt sich da draußen den Ball. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Was für ein Punkt, was für ein Tor! Und jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Forsell. Muss Einwurf geben. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Ein wunderschönes Zuspiel. Herrlich gemacht. Und er ist drin. Jetzt wird es aber ziemlich heftig hier. Ja, ja, aber das ist im Grunde, wenn wir das hier nochmal sehen, Manni, der Beleg dessen, was wir das ganze Spiel über gesehen haben. So, und mit diesem Treffer hier ist dann endgültig jeder Zweifel beseitigt. Das Ding ist gelaufen. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Super Flanke. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Krisensitzung. Das Endresultat 6:0. Was jetzt auf den Straßen los sein wird, sie machen die Nacht zum Tage, da bin ich ganz sicher. Und das schmeckt richtig gut, wenn du dieses Ding gewinnst. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.